Jo, wir sind jetzt hier am Kraftwerk. Ihr seht es schon hinter mir an der Schrift mit der ganzen Crew. Gleich ist das Live-Training. Was geht, Fitnessfreunde? Also ich war. Hey, das ist mein Spruch. Tut mir leid, Oskar. Wer bist du eigentlich? Hey, ich bin Nietzsche, 19 Jahre alt. Ihr kennt ihn aus meinen Videos. So, die anderen kennt ihr alle, ja. Wenn ihr meinen Channel abonniert habt, habt ihr auch sicherlich Daniel und Rafa abonniert. Ja, und ich hoffe, ihr habt auch Nils abonniert, mein Bro. Ja, hoffentlich. Ich hoffe, ihr habt auch Amir abonniert. Amir, wann kommt dein Channel? Bald. Das ist überhaupt kein Thema, wenn ihr Amirs Channel nicht abonnieren könnt, dann abonniert einfach mal. Und Beauty natürlich. Ich zeig euch mal jeden Tag Booster. Wo ist dein Booster? Ich hab schon zwei getrunken heute. Ah, er hat schon zwei, er ist bereit für die Kamera. Alles klar. Was geht, Oskar-Freunde, euer Fitness hier? So, halbe Stunde noch und dann geht's los. Wir haben eine halbe Stunde? Ja. Jetzt nehme ich auf. Wir sind gerade hier mitten im Livestream. Rafa dreht auch gerade Vlogs mit dem Studioinhaber Uwe. Sehr korrekter Typ. Danke nochmal, Uwe, dass wir hier trainieren dürfen. Daniel macht Bankdrücken. Genau, also dadurch, dass der Körper. Nils macht hier Dips gerade für den Trizeps. Ich trainiere ja mit ihm. Das heißt, ich muss langsam mal wieder ran. Sollte man natürlich ein bisschen aufpassen. Ich hoffe, das Live-Training hat euch gefallen. Und danke nochmal an die Crew hier. Jetzt wird's hier anfeuern. Komm. Und Bochum. Easy. Komm. Komm weiter. Weiter. Komm. Komm. Komm, push. Und push. Komm. Easy. Komm. Und komm. Jawohl. Was sagt ihr zu der Atmung während des Trainings? Man sieht bei mir, ich habe ein ganz, ganz typisches Stressatmen. Das ist einfach beim schweren Satz wichtig. Auch wenn es nicht gesund ist, kann man sich jetzt darüber streiten. Beim lockeren oder beim Aufsumsatz natürlich extrem auf die Atmung achten. Entsprechend bei der positiven Bewegung, also konzentrisch, ausatmen möglichst. Und ansonsten ja, so wie es eigentlich der natürliche Körper fördert, auch normal zu atmen. Ja. Gerade 160 gedrückt. Nils, was sollte beim guten Booster nicht fehlen? Was sollte beim Booster? Ja, ist ja schwierig. Booster-Experte hier am Start. Jeder findet andere Booster gut. Was macht Rafa eigentlich da hinten? Oh, ja, also, jeder zieht sein Programm durch. Jeder Mensch ist auch anders. Sehr schöne Form. Keine Ahnung. Ihr habt ja mal ein Booster-Ranking, wer es nicht kennt. Booster-Ranking 2014. Ist das so anstrengend zu reden? Ne? Ja, Mann. Achtet ihr auf den Omega-3 und Omega-6-Fälten? So? Oder ich esse halt Fischölkapseln, wie gesagt, dadurch, dass ich nicht mal so viel schmecke. Es ist mir mittlerweile gar nicht mal so wichtig geworden. Vielleicht ist es auch mehr Zufall. Krasse Schultern. Guter Pump. So, Nies, was machst du jetzt? Wieder Gewicht erhöht? Ja, ein bisschen erhöht jetzt. Ein bisschen an schwere Gewicht jetzt mal rantrauen. Oh. Was hältst du von Instant Oats? Top. Ja, hab ich schon gesagt, oder? Das ist eine große Empfehlung von mir. Okay. Für Leute, die nicht viel essen können. Instant Oats, da kann man so viel Kalorien dran kriegen. Da habe ich auch ein paar Shakes auf meinem Channel. Die haben 1000, 2000 Kalorien. Könnt ihr halt so runterballern. Okay. Und Instant Oats ist halt die Hauptzutat. Von mir ist das eine Empfehlung. Ich weiß nicht, wie die anderen. Also Instant Oats finde ich auf jeden Fall super. Würdest du sagen, Oskar morgens oder? Es gibt Leute, die können morgens nicht viel essen. Ich bin auch so einer. Da ist auch schon zum Beispiel ein Vorteil, Instant Oats zu trinken. Das kann man halt auch woanders reinmischen, dann kann man da und dann kann man sagen. Komm. Man kann auch genauso abends machen, wenn man auch Kalorien offen hat. Ja, okay. Gute Übung für die obere Brust. Also ich muss nur mal eins klarstellen. Wenn ihr, bitte laut oder wenn ihr obere Brust trainiert, dann frage ich mich immer wieder, wie wollt ihr explizit die obere Brust trainieren, wenn der Pectoralis doch der große Brustmuskel ist. Ihr könnt den Teres Medius, den Pectoralis
ist der große Brustmuskel. Ihr könnt nicht explizit nur den unteren Anteil trainieren. Wenn ihr einen Muskel bewegt, bewegt ihr ihn voll. Ja? Es ist das alles oder nichts Prinzip. Man kann nicht nur eine Muskelfaser. Es funktioniert nicht. Ja, man kann den Schulteranteil mehr trainieren, man kann den Trizepsanteil mehr trainieren. Brust ist Brust, okay? Mann, das sind so Aussagen, das nervt mich. So sehe ich das auch. Nee, ernsthaft. Je schräger der Winkel, desto mehr Schulter, ne? Komm, erster Satz, 40 Kilo. Aber im Grunde easy. Komplett easy. Also das ist, ich vergleiche das immer mit die Kamera ist so geil, Daniel. Zieh durch. Du wirst es nicht glauben, Digga, wenn du die Aufnahmen siehst. So unglaublich. Ich liebe auch deine Kamera, die ist so gut. Wenn nicht so einen blitzen Latt hat, aber immer Grundzüge gemacht hat, der wird Grundzüge halt gut machen. Ja, aber dann geht das immer mal wieder so 50 Kilo Menschen, gar nicht, welche dann verurteilen, aber die irgendwie sehr sauber. Wer von euch will später mal auf die Bühne? Daniel, möchtest du vielleicht mal irgendwann auf die Bühne? Hast du da irgendwie Ambitionen? Also ich weiß nicht, also ich glaube, das ist nicht so mein Fall. Nee, ne? Vielleicht sollte ich jetzt... Sich? Wenn überhaupt. Warte. Yeah! Daniel, der Mens Physiker. Ey, das hat er drauf, ganz ehrlich. Nicht ja, Mann. Ah, der hat alle Posen drauf. Egal, was der macht, das sieht gut aus. No homo. Gutes Training heute, jetzt gehen wir zu Bizeps ein bisschen. Welchen Reis? Trizeps ist zerstört. Langkorn. Armtraining, also mal was Neues für mich. Bockt. Also wir haben natürlich auch heute ein bisschen Publikum erwartet. Da freuen wir uns. Ich glaube, der Pulli wird reißen gleich. Uwe, wo bist du? Uwe, hier. Einmal ihn kurz zeigen, das ist der Mann. Der das alles realisiert hat, kommt auf jeden Fall zum Kraftwerk nach Göttingen. Saugeile Stadt. Oh. Was haltet ihr von Bio? Bio? Ja, Bio Müll? Bio. Nein, Bio-Produkte. Ja, finde ich jetzt nicht schlecht, aber Bio ist auch wieder so eine Sache. Ist wirklich so viel Bio drin, wo du auch im Endeffekt so. Genau so ist es. So draufstehst. Müssen wir, wenn wir reden, zur Kamera, weil der hinten so laufend in den Ketten ist. Alles klar. Daneben. Sehr gut, Oskar, sauber. Einen fliegenden Satz. Ja, aber komm. Vollgas. Sehr gut. Oskar macht hier noch ein bisschen Hammer-Curls. Ja, Nacken. Also ich habe mir einiges vorgenommen. Ich auch. Sehr schön, volle Bewegung. Direkt Pro, ne? Pro, ja, ich dachte, ich überspringe gleich den gesamten Amateurbereich. So, ich bin fertig. Ich gehe einmal nach hinten dran. Und Rafa, du hast heute Schultern trainiert und jetzt machst du noch Nacken. Letzte Übung oder wie? Ja. Also was heißt ja? Ich werde auf jeden Fall noch am Ende was für den bis zum Muskelversagen machen. Wahrscheinlich nochmal Liegestütze und Schulterbreiten Griff. Ja. Da bin ich auch ein Fan von nochmal am Ende des Trainings zum Versagen. Fühlt man sich einfach gut nach. Ja, nochmal alles zu geben. Ja, an man sich. Nettes Ding. Gutes Training? Ja, auf jeden Fall. Ich wette, so sieht man, ne? Ja. Wann kommt das gut aus, der ja, ist aber auch nur der Pump, ne? Also wie gesagt, man muss da immer Unterschiede machen. Deswegen lieben wir das Training, da sieht man immer so gut aus. Das stimmt, also nach dem Training sieht man immer gut aus. Ja. Ja. Morgens ist das immer anders, da ist immer aufgeschwemmt. Daniel macht jetzt eine sehr interessante Übung. Also, die habe ich ehrlich gesagt noch nie gesehen. Das sind alle Geräte hier im Kraftwerk. Sehr empfehlenswert. Ja? Schaust auf jeden Fall nochmal vorbei, oder? Komm nochmal vorbei. Jetzt ist mein zweites Training hier. Echt, ich bin begeistert von den Geräten, von der Atmosphäre. Von den Leuten. Wie gesagt, ihr habt auch hier die Möglichkeit, kostenlos erstmal ein lockeres Probetraining zu machen. Probetraining könnt ihr machen, kein Problem. Super geiles Studio, kommt auf jeden Fall vorbei. Wir sind auch da, wir sind auch da. Können wir mal gerne mit euch trainieren. Freut uns auf jeden Fall. Checkt auch die anderen Kanäle aus. Und jetzt kommt das Posing, richtig? Oh. Da sind die beiden Profis. Vor allem Daniel. Danke. Vor allem ihr. Sie hat halt die Erfahrung, aber sie ist Rafa. Auch schlecht mit der Pose. Komm. Ich soll auch Rafa. Posen, oh Mann. Ja. Alle zusammen. Kann ich doch ganz ehrlich, da kommt doch keiner hin. Also, ich muss sagen, Daniel hat eine gute Bräune. Ja? Ja. Ich empfehle da immer so ein bisschen Selbstbräuner im Winter. Ne, jetzt mal ernsthaft. Boah, Alter, Nils. Das sind auch zwei Pakete plötzlich geworden, ne? Pakete. Pax.
Also ich habe das Natural Bodybuilding Posen. Also ich guck mir das mal an hier einfach. Ja, vielleicht ist natürlich schlecht, ne, wenn das in einer schlechten Quali ist. Ich film das schon ab. Das finde ich genial. Das ist kein Tattoo. Das ist ein Markenzeichen. Nils Schliepmann, 19 Jahre, abonnieren. Also, das ist ein. Das ist einfach genial. Das Schlieper-Dreieck. Oh. Jetzt, oh. Jetzt sieht man nichts mehr. Jetzt ist alles vorbei. Ich bin schon mal schwarz. Nein. Rafa, wie sieht's mit dir aus? Ich muss ja sagen, ich bin ja nicht so der Poser, ne? Also ich auch. Ich fühle mich bei sowas immer sehr, sehr unwohl, muss ich ehrlich sagen. Nein, das ist ja auch klar. Also ja. Man muss nicht immer zeigen, was man kann, ne? Das ist halt so. Du hast andere Qualitäten, das kann man auf deinem Channel auf jeden Fall sehen. Und es war auch nur ein Posing für euch, weil ihr euch das auf jeden Fall gewünscht habt. Stellt euch an dieser Stelle ein kleines Brothers-Logo rechts unten ja, vor. Ja, natürlich. Das ist die ganze Sache. Wir sehen uns. Haut rein. Das muss ich sehen, ey, wie ich aussah. Neben den Tieren. Und wie war das zweite Live-Training, mit dabei zu sein? Das war so geil. Ich muss euch eins sagen, liebes Freunde. Ich saß beim ersten Live-Training vor dem Bildschirm, so wie ihr jetzt, hab mir das angeschaut. Und ein sehr großer Wunsch von mir war und ein Ziel, beim nächsten Training dabei zu sein. Und es ist möglich geworden. Und ich bin so froh, mit den korrekten Jungs hier trainiert zu haben. Und ich möchte in diesem Sinne sagen, wenn ihr euch richtig etwas wünscht, wenn ihr einen Traum habt, ja, und ihr tut alles, um den Traum zu erreichen, dann schafft ihr das auch.